herzlich willkommen zum 15. Video aus meiner Reihe zu Scratch Cara. Hier geht es darum, dir zu zeigen, wie man neue Bullsche Ausdrücke erzeugt. Und die nennt man hier in diesem Zusammenhang Funktionen. Ähnliches haben wir schon kennengelernt mit neuen Prozeduren, das heißt neue Anweisungen haben wir dem Cara dann beigebracht. Hier geht es eben darum, diese bereits bestehenden Bullschen Ausdrücke, wie zum Beispiel Mushroom Front, das heißt befindet sich im Bildfilm, befindet er sich auf einem Kleeblatt mit OnLeaf, TreeFront und so weiter, zu erweitern. Ich möchte Cara jetzt hier beibringen, wie er feststellen kann, dass sich rechts von ihm hier ein Pilz befindet. Bis jetzt kann er nur feststellen, hier mit Mushroom Front, ob sich vor ihm einer befindet. Und dazu kann ich dem Cara eben beibringen, dass er sich in dem Fall nach rechts dreht und dann kann er über Mushroom Front schauen, ob sich hier eben dementsprechend dann ein Pilz dort befindet und dann kann er sich dann dementsprechend dann wieder zurückdrehen. Ich mache das jetzt hier so, indem ich hier eine neue Funktion einführe und die nenne ich jetzt hier einfach halt halber Pilz rechts und er schaut dann, ob sich im rechts ein Pilz befindet. Dazu sorge ich dann letztlich, dass sich Cara dann, wenn er eben geradeaus läuft, dann einmal nach rechts dreht. Das heißt, wir nehmen hier Turn Right und gehe dann in einen Steuerungsblock hinein und verwende hier dann eine If-Else-Anweisung. Das hat den folgenden Hintergrund. Wenn nämlich sich ein Pilz vor ihm befindet, if so und so, dann soll er den Wert zurückgeben an Cara, ja es ist der Fall, also einen wahren Wert, true, zurückgeben und dann soll er sich wieder zurückdrehen. Eine Rückgabe von Informationen geht hier mit dieser Funktion return, nicht das einfache return, sondern return mit der Rückgabe von einem Bullschen Wahrheitswert, den ich mir hier schon zurechtgelegt habe, return true. Wenn das nicht der Fall ist, gebe ich zurück dann Return, also gebe es zurück an den Cara, nämlich False. Und habe hier in dem Fall, wenn sich ein Mushroom vor ihm befindet, das ist ja dann der Fall, wenn er sich ja dann umgedreht hat, ja, das Turn Right, dann gibt er den Wert zurück. Und er soll sich dann auch wieder zurückdrehen, damit er geradeaus weiterlaufen kann. Und das mache ich hier mit dem Turn Left, drehe er sich dann wieder zurück. Und es ist üblich, mache das hier und hier. Es kann ja sein, dass er sich dann herübergedreht hat, auch wenn sich kein natürlich Bildfilm befunden hat. Dann macht man das so, dass das Turn Left, das Zurückdrehen, vorher erfolgt, in diesem Bereich hier, in diesem Anweisungsblock, und danach erst das Return. Denn das Return beendet dann hier diesen Anweisungsblock. Also muss immer hier das Turn Left oder Right oder was auch immer vor einem Return erscheinen. Das Return schließt dann praktisch diesen Block dann ab. Ich bringe jetzt hier dann Cara mal in Position und sehe hier, ich habe hier meine Funktion, ist hier Bullsche Ausdruck, ich habe das auch hier jetzt rechts, und gehe in meine Main-Routine hinein. Wenn ich jetzt hier die Simulation starten würde, würde mal nichts passieren, weil hier im Main-Bereich nichts ist, sondern ich muss hier im Main-Bereich dann im Prinzip alles einbinden. Ich gehe dann hier in den Steuerungsbereich wieder hinein, nehme While, wähle dann hier vielleicht wieder aus, solange er eben nicht vor einem Baum zum Beispiel steht, ja, soll er etwas machen und da nehme ich dann in dem Fall hier eine weitere Möglichkeit herein, indem ich dann zum Beispiel eine If-Anweisung hineingebe und dann sage, wenn er Pilz rechts, ich habe jetzt hier eine neue Funktion, wenn sich ein Pilz rechts befindet, dann soll er sich zum Beispiel einmal nach links drehen. Ja. Nehmen wir also hier Turn Left herein. Habe also hier diese Weitschleife, die wird so lange ausgeführt, solange sich eben Cara noch nicht vor dem Baum befindet. Und er fragt jedes Mal dann ab, ob sich ein Pilz rechts von ihm befindet und dann dreht er sich im Prinzip nach links um. Und dann geht das Ganze ja dann weiter. Und ich lasse ihn dann immer einen Schritt dann machen. Das gebe ich hier unten zum Beispiel dann ein. Probieren wir das einmal aus. Ich klicke hier auf Start der Simulation. Er bewegt sich, schaut dann immer wieder herein und bewegt sich jetzt hier so durch, weil hier sich ja rechts von ihm ein Pilz befunden hat. Und jetzt wandert er ewig weiter, weil wir hier keinen Baumstumpf haben. Ich kann das Ganze jetzt mit einer Fehlermeldung dann beenden. Wenn ich mich jetzt ihm weiterlaufen lasse, gibt es eine Fehlermeldung, weil er kann nämlich hier keinen Pilz in den Baumstumpf hineinschicken. Das Wichtigste ist, du weißt jetzt, wie man eine Funktion erzeugt. In dem Fall hier bei den Bullschen ausdrücken, kann man hier eine neue Funktion erzeugen. Fügt hier die entsprechenden Begriffe ein und kann dann diese Funktion, in dem Fall ist der Funktionsname Pilz rechts, kann
kann ich ja mit einem entsprechenden Funktionsaufruf aus dieser Prozedur Main heraus, kann ich dann die Abfrage starten, ob jetzt sich in dem Fall eben hier dann wirklich ein Pilz rechts befindet. Vielen Dank, mehr zu unserem Scratch-Caravan in einem nächsten Video.